Guten Morgen, Leute. Wie ich ja schon etwas länger ankündige, ich glaube seit Donnerstag. Also Donnerstag, das dürfte passen. Noch heute fahren wir nämlich weg. Und zwar jetzt kann ich es verraten, wir fahren nach Borkum für 2 Tage. Ich freue mich da halt ultra krass drauf, weil Borkum ist einfach übertrieben die schöne Insel und die kann man positionsgerade ein bisschen doof, weil ich kann mich nicht hinknien, nicht hinstehen. Komisch. Und zwar fahren wir dahin, weil der Freund meiner Mutter hat sich ja da ja im Dezember, glaube ich, da war ich da auch schon ganz oft, eine Wohnung gekauft und heute ist ja so Übergabe, erste Besprechung, alles so drumherum. Aber ich würde jetzt mal sagen, ich esse jetzt hier erstmal meinen Toast und dann geht's los. In der Wohnung angekommen und ich muss schon echt sagen, Borkum ist schon wie so ein zweites Zuhause für mich, weil ich kenne mich halt eigentlich komplett gut aus. Ich ziehe mir jetzt auch gerade die Schuhe an. Ich habe nach der Fährfahrt nicht mehr viel gefilmt, weil ich dachte, hier wäre nicht so viel los, ne? Weil kann man erwarten, Februar, Samstag, ne? Wer fährt für ein Wochenende eigentlich hin? Das ist eigentlich komplett unnötig. Aber ich finde es euch trotzdem ganz cool. Die Fähre war so voll, das habt ihr nicht geglaubt. Ich habe es nicht glauben wollen, dass die Fähre so voll war. Ich habe so erwartet, vielleicht so wie, als wir Neujahr hingefahren sind. Da waren noch 2 andere Leute auf der Fähre, mehr nicht. Und jetzt waren locker irgendwie 100, 200 andere Leute. Deshalb habe ich da nicht mehr gefilmt, wie ich Zug fahren. War eh langweilig, man musste sich da nebeneinander quetschen, schon fast. Ich habe jetzt gerade das neue Video auch um 10 Uhr hochgeladen. Wir haben es jetzt ungefähr 14 Uhr. Ja, 13 Uhr, bis 13 Uhr. Das war ein Q&A. Wenn ihr das noch nicht gesehen habt, könnt ihr das natürlich gerne machen nach diesem Video. Aber dieses Video, ich versuche das sehr, sehr gut zu machen. Der Freund meiner Mutter hat jetzt gerade diese Besprechung, wo ich euch heute Morgen schon von erzählt habe, weswegen wir hier sind. Und ich werde diesen Tag, dieses Video wird auch nur über Samstag gehen. Das Video, was ihr Donnerstag seht, wird auch nur über Sonntag gehen. Aber wie ihr seht, ich habe meine Mütze auf und Handschuhe an. Und wir machen jetzt erstmal einen kleinen Strandspaziergang. Das Wetter ein bisschen ausnutzen, weil es regnet. Es ist zwar ein bisschen bedeckt, aber eigentlich gar nicht mal so kalt. Dann würde ich mal sagen, los geht's. Die anderen sind auch schon vorgelaufen, die muss ich jetzt erstmal wieder einholen. Wir waren jetzt draußen, haben wir ein bisschen gefilmt. Das, was ihr als Harry habt ihr nicht gesehen, habt ihr fotografiert. Das waren Robben, die waren ziemlich weit weg. Deshalb habe ich da jetzt keine Videoaufnahme extra von gemacht. Ich werde jetzt mal hier das Foto einblenden. Vielleicht blende ich es ein, vielleicht blende ich es auch nicht ein. Jetzt sitzen wir im Café und holen uns erstmal Waffeln und einen heißen Kakao. Leute, die Borkum vielleicht kennen, das heißt Matrix, ist ultra cool. Es ist hier extrem lecker. Hier sind wir jedes Mal, wenn wir hier sind. Meine Hände werden immer so ultra schnell richtig abgefroren, dann tut das richtig weh. Aber es war gerade schon ziemlich cool. Ich bin richtig froh, dass ich hier bin. Das ist jetzt hier der niceste Platz, was ich mir vorstellen konnte zu sein, hier auf Borkum. Ne? Aber für euch geht es jetzt erstmal in die Timelapse und für uns lecker Waffeln essen.
Leute, kleine Planänderung. Eigentlich wollten wir uns jetzt hier kurz ausruhen, aber dann kam auch was Freund rein. Jo, wir gehen jetzt wieder dahin. Also wir gehen jetzt in einen anderen Laden. Aber ein anderes Restaurantladen kann man ja schlicht sagen, ein anderes Restaurant. Wir hatten jetzt eine Stunde Zeit, uns auszuruhen. Ich bin übertrieben müde, weil ich nur 2 Stunden geschlafen habe. Vielleicht sieht man es mir an, vielleicht hört man es. Ich weiß es nicht, aber bei diesem Vlog werde ich mir so viel Mühe geben. So viel. Aber wir gehen dann jetzt los, weiter essen. Ich habe eine ganze Waffel von der Schule gegessen. Ich habe auch Mittag gegessen, gefrühstückt, alles. Keine Ahnung, wie ich das da runterkriegen soll. Vielleicht esse ich auch nichts. Muss ich einfach mal sehen, aber die anderen laufen jetzt wieder mal vor. Gestern Abend bin ich einfach nur noch ins Bett gefallen, deshalb haben wir jetzt schon den nächsten Tag. Aber das war's jetzt. Wenn es euch gefallen hat, dann zeigt es mir gerne mit einer positiven Bewertung und einem Abonnement auf meinem Channel, wenn ihr das noch nicht getan habt. Ich finde, dieser Vlog ist der beste Vlog, den ich je gemacht habe, deshalb zeigt es mir nochmal mit einer Bewertung. Wie ihr diesen Vlog fandet, kommentiert gerne, was ich hätte besser machen können, was ihr hättet anders gemacht. Also haut rein und ciao.